Hallo, herzlich willkommen zurück zu Dinkem. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, es geht weiter. Basic Wood Wall. Cloud Wall. Achso, das waren ja die. Nee, die will ich nicht. Genau, ich möchte jetzt hier nochmal so ein bisschen. Ich habe nochmal ein bisschen was zu essen gemacht und wollte eigentlich auch so ein Stück weit sortieren. Das muss nicht jetzt sein, alles. Denn ich möchte schon auch nochmal. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt vor dem Vogel, ey. Aber ich möchte gerne hier nochmal ein bisschen. Nehmen wir die Fackeln mal mit, hä? Dann habe ich hier auf alle Fälle genug Platz. Wird ein bisschen eng hier langsam. Genau. Oh, da ist der Honig. Sehr schön. Der ist jetzt fertig, ne? So, jetzt quatschen wir mal mit der Sally. Vielleicht. Jo, mal gucken, ob die. Oh, sehr schön. Willkommen, ja. Nee, I want to chat. Ich will eigentlich bloß wissen, kann ich irgendwas für dich tun? Zwei Palmwood. Ja, das kriegen wir doch hin, ne? Das kriegen wir hin. Zwei Palmwood. Können wir eigentlich auch direkt mal hier die eine Palme nehmen, die hier so ein bisschen im Weg steht? Das ist hier so ein normaler Spotted Fish, ne? Hier können wir mal gucken. Croco Capture, was? There is an captured Croco for a limited time. Ach so, weil wir das Research Center. Okay, oh, das ist nicht so. Das finde ich jetzt nicht so einfach. So, gucken wir mal, ob das das jetzt schon war. Here you go, zwei Palmwood. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Cool. Ein bisschen Geld dafür gekriegt. Das reicht auch schon. Nee. So. Es wäre natürlich interessant. Kann man irgendwie den Tetzeli finden? Nee, ne? Schade. Das wäre schon echt genial cool, ne? Aber was wir machen können, ist auf alle Fälle hier hoch mal. Ich glaube, hier könnte es eventuell noch mal ein paar Eier geben. Komm, lass uns mal nochmal schnell ein bisschen. Nee, Kira, erst alle machen. Erst dein Inventar leer machen. Melvin, hi. Let's talk. Hey, schön, dass du jetzt auch bei uns bist. Das ist ja total cool. Schaut mal. Oh, cool. Als ob ich es nicht geahnt hätte, ne? Das passt ja schon sehr schön, ne, zusammen. So, closed, ja. Wann hast du denn auf? Read. 10 bis 5. Was ist das? Das ist das auch ein Krokodil? Schaut schon so aus, ne? Closed Tuesday and Thursday. Also dienstags und donnerstags. Echt jetzt drei Krokodile hier? Geil. Oh, der ist da voll lang gekullert. Das finde ich in Ordnung. Komm her, du kleines freches Krokodil. Ja, so gefällt mir das, du. Keine Chance. Keine Chance. Das finde ich mega gut. Okay, also hier müssen wir ja jetzt dann so ein bisschen, ne? Hier wollten wir ja anfangen. Okay, ja, also alles, was mit Straßenbau zu tun hat. Machen wir jetzt mal hier rein. So, dann machen wir hier so Loot vielleicht einfach. Nennen wir es Loot. Okay, Kochsachen, die müssen wir tatsächlich rüber tun. Ich habe jetzt hier nicht die Sachen rein, ne? Okay, na gut. Dann machen wir hier erstmal so das Zeug mit rein. Okay. Es ist ein Anfang, ne? Es ist ein kleiner Anfang, aber naja, immerhin, ne? So, pass auf, jetzt, keine Ahnung, ich schmeiß das jetzt hier einfach mal so mit rein. Ja gut, das können wir ja schon vernünftig wegräumen. So weit ist es jetzt ja nicht. Zack. Und du kommst dann da mit rein. Genau, dann machen wir jetzt nochmal schnell die alltäglichen Dinge, bevor wir jetzt dann mit unserem. Jo, mit unserem Dingsbums halt durch die Gegend fahren. Wie heißt es denn gleich nochmal, ne? Eigentlich wollte ich noch eine Quarry machen. Ach, es ist immer so, ja, ganz typisch, ne?
Man möchte so viel tun. So vieles. So vieles. So, pass mal auf, dann machen wir das jetzt halt, das machen wir so. Dann machen wir einfach für morgen schon mal rein. So. Und die werden ja hoffentlich nicht zweimal anknabbern. So, du kriegst auf alle Fälle hier einmal streicheln, genau. So. So. Da ist auch noch ein bisschen. Gut. Sehr schön. So, dann bringen wir das jetzt auf alle Fälle weg. Wir müssen auf alle Fälle auch noch mal kurz gießen. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Halt, stopp, das nehmen wir ruhig mit. Ui, sehr schön. Das ist auch alles fertig. Oh. Ja, wie immer, wenn man was vorhat, ne? Dann kommen so viele Sachen dazwischen. Okay, dann haben wir jetzt hier die Sachen. Das schmeiße ich jetzt einfach nur mal eben. Sind die schon fertig? Nee, ne? Nee, die sind noch nicht fertig. Okay. Machen wir dann ein andermal. So, einmal gießen. Das war natürlich klar, dass das jetzt alles fertig ist, ne? Damit die Kira auch gar nicht dazu kommt, das zu machen, was sie eigentlich wollte, ne? Ach, herrlich. So. Nein, es ist nicht schlimm, um Gottes Willen, ne? Es ist ja schön, wenn die Sachen fertig sind und man so viel ernten kann und das freut einen natürlich schon sehr, ne? Es ist bloß immer so ein bisschen so, jetzt hat sie sich was vorgenommen und dann kommt wieder irgendwas. So, hier nehmen wir noch die Bohne mit. So, okay, dann können wir das wegmachen. Lagern wir noch kurz dazwischen. Gut, so, dann haben wir das. Da drüben wächst es automatisch. Dann flitzen wir jetzt mal. Wir sollten vielleicht die Fische mitnehmen. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück und finden der Sally. I don't know. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, ob dem wirklich so ist. Wir werden auf alle Fälle die Kamera mal, die brauchen wir jetzt nicht. Und wir bräuchten, was wollte ich jetzt mitnehmen? Ach ja, die Fische. Und wir nehmen das Futter mit, wegen dem Angeln, ne? So. Okay, so. Die machen wir jetzt da oben mal hin. Falsch. Da. Wo haben wir hier? Einmal. Ich glaube mehr. Oh, die geben ja schon ungebraten. Schon echt einiges, ne? Ist ja schon cool. Richtig genial. Ich freue mich riesig, dass das hier alles so schön ist. Okay. Ist hier irgendwas drinnen? A Tropical Grass Seed, den nehmen wir schon mit. So, und dann flitzen wir mal los, ne? Gucken wir mal. Und zwar möchte ich gerne so ein bisschen hier oben bei den Tropen gucken. Und zwar möchte ich am liebsten erstmal einmal dahin. Das heißt, wir fahren jetzt mal hier um die Insel rum und gucken mal. So. Halten wir auch schon nach schönen Dingen, ne? So. Aber Tetzeli habt ihr jetzt wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, ne? Selbst wenn, können wir das eh nicht sagen. Ja, das stimmt schon, da hast du schon recht. Das ist richtig, aber gut. So, dann fahren wir mal hier hinten hin. Ich weiß gar nicht, eiertechnisch wird es wahrscheinlich tatsächlich schwierig, ne? Wir können wahrscheinlich gar nicht so wirklich viele Eier transportieren. Aber gut, macht nichts. So, jetzt gucken wir mal. Da ist die Insel, wo ich hin will. Das ist die hier, ne? Da gibt es Kokosnüsse. Juhu! Die sind ja leider tatsächlich noch... Oh, das ist ein Traveller. Der ist so groß, ne? Schön. Nehmen wir mal mit. Wir müssen sowieso angeln. Oh, echt jetzt? Du Fiesling. Dann nehmen wir die Kokosnüsse mal mit.
Jetzt habe ich ihn. So. Okay. Sehr schön. Dann nehme ich hier mal die ganzen Kokosnüsse mit. Einfach nur, weil wir es können. Und dann gucken wir mal, was wir da noch so finden. Zack, zack, zack. Ich glaube, die Thunfische und sowas, die gibt es, glaube ich, erst abends, ne? Deswegen brauchen wir uns da jetzt tatsächlich keine Gedanken machen. Ich habe allerdings, glaube ich, gerade hier nochmal einen größeren Fisch gesehen. Also das war jetzt nochmal nur so ein Traveller. Okay. Olli, ich kläre hin. So, gucken wir nochmal hier so ein bisschen durch. Da. Was gibt es denn da? Ich glaube, es ist auch bloß eine Palmen. Mit. Und das sogar ein bisschen. Sieht da jetzt erst aus, als ein bisschen grün ist, die eine Insel. So, ist das jetzt der andere? Das ist auch nochmal ein Traveller. Ich weiß gar nicht genau. Gucken wir einfach mal. Nee, der ist kleiner, ne? Ist das der, den wir noch nicht haben? Oh, haben wir jetzt beide? Das wäre ja witzig. Hat er sich überschrieben? Kann das sein? Ist ja witzig. Okay. Ist aber auch nicht schlimm. Gut, dann haben wir jetzt hier, zack, da holen wir uns schnell mal die Balmen, die Kokosnüsse, super, gut. Und gucken wir mal, oh. Hier drüben ist auf alle Fälle nochmal eine Insel, aber die ist so klein. Da ist jetzt nicht wirklich irgendwas. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die größeren Inseln. Die hier so noch rumkeuchen und fleuchen. So, und zwar, pass mal auf, da drüben. Das könnte tatsächlich sein, dass da sogar, wie heißen sie, diese Mary Moose oder was sind? Vielleicht haben wir da Glück und finden ein Eichen. Interessant wäre, wie gesagt, wirklich, ob wir das Ei halt auf den Jetski drauf tun können. Ich meine, normalerweise funktioniert das schon. Es ist halt die Frage, wie viel kriegen wir dann drauf? Oh, eine Perle. Oh, hier ist ja schön. So. Da habe ich mich ja letztens noch beschwert, dass wir viel zu wenig gefunden haben in letzter Zeit. Ne, dann ist es natürlich besonders schön, wenn du dann wieder ein paar mehr findest. So, dann geht's da jetzt mal weiter. Ich mag das. Mir gefällt das hier total. Das ist sehr schön. Oh, guck mal, voll das schöne Korallenriff. Voll gut. Da ist nochmal eine. Voll hochgüpft. Oh, da ist auch nochmal eine. Schaffen wir das, ohne dass der Hai uns sieht und angreift? Bestimmt nicht. Doch, doch, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das ist überhaupt kein Problem. Sehr nice. Hier sind irgendwie voll viele Haie, ne? Krass. So, ist hier vielleicht ein Marivu oder so? Das ist ja schon wieder zwei. Echt jetzt? Wir haben doch gerade erst angefangen. Eieieiei. Aber. Sieht jetzt leider nicht so aus. Ich habe ja so ein bisschen meine Hoffnungen hier reingesetzt. Schade, Marmelade. Okay, ne, es hätte ja sein können. Es ist ja nicht schlimm. Es hätte sein können. Was ist das hier? Das ist jetzt nur so ein Seeigel und ein Seestern. Okay. So, dann nehmen wir auf alle Fälle die Muscheln hier mit. So. Dann gehen wir wieder zu unserem
Leunen-Chelsky. So, dann fahren wir jetzt mal hier rum. Auf zu 9 Uhr. Oh, da ist eine Perle. Schnell runtergeholt, eingesackt und weitergefahren. Ja, super. Sehr, sehr gut. Gut gemacht. Ah, schön. Also ich mag das, ne? Wenn wir nicht so viele andere Aufgaben hätten, ja, ich würde am liebsten den ganzen Tag hier auf dem Meer mit dem Jetski durch die Gegend fahren. Also das finde ich schon, das macht schon echt gut Laune. Nein, nein, keine Chance, mein Freund. Keine Chance. Lass mich bloß in Ruhe. Ist das hier eine Insel? Ja. Hier könnten wir doch bestimmt Glück haben, dass es hier eventuell doch so das ein oder andere Ei gibt. Gibt es auf alle Fälle eine ganze Menge Bananen. Die werden wir uns schon mitnehmen. Und hier komme ich nicht hoch. So. Aber jetzt. Genau. So. Da nehmen wir auf alle Fälle die ganzen Bananen mit. Das machen wir schon. So. Weil wir jetzt eh viel Platz im Inventar haben. Okay. Also. Gelbes Käferlein. Jetzt haben wir ja 3.18 Uhr. Also wir müssten eigentlich noch einen Moment Zeit haben für ein gelbes Käferlein. Ein Schmetterling. Weil von mir nehmen wir den mit, denn gibt ja schon ein bisschen Taschengeld, ne? Aber für mehr sieht es jetzt hier gerade echt nicht aus, ne? Schweinerei. Dann fahren wir noch auf die andere Seite. Jetzt haben wir da die Bananen vergessen, ne? Aber gut, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. So, oder ist eine Perle? Jetzt ist die Frage, Hai ist hier nicht, ne? Nur die blöde Qualle, aber das macht nichts. So. Und jetzt wird es dann schon wieder Abend, ne? Ich glaube, jetzt ist dann wieder die Zeit rum. Okay, krass. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es dann doch so schwierig ist. Also es gibt in den Tropen und im Buschland gibt es die, ne? So. Also von daher ist es ist schon machbar. Was ist das für... Oh ja, sehr gut. Da waren wir noch nicht. So, dann gucken wir hier. Hier haben wir auf alle Fälle wieder einiges an Bananen. Also einiges. Yay. Zwei Bäume. Kira, das ist jetzt nicht so viel. Gut, also auch hier leider, leider kein Gelber. Ich denke, jetzt ist dann auch wirklich... Ja, wann ist... Also es gibt drei Tageszeiten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Morgens, mittags und... morgens, tagsüber und abends, nachts. Also vier eigentlich. Wann ist denn eigentlich was wann? Das würde mich jetzt mal interessieren, ne? Man muss ja eigentlich schon irgendwie die Möglichkeit haben, auch, ja, das so ein bisschen planen zu können. Muss man nochmal gucken. Ah, guck mal, da sind auf jeden Fall Varimus. Also gibt es hier bestimmt das ein oder andere Ei. Vielleicht machen wir sie diesmal auch nicht kaputt. Hier gibt es auf alle Fälle auch noch Bananen. Oh ja, schau mal. Oh ja. So, da sind wir schon rum. Oh. Ui, ui, ui. Glück gehabt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir... Wo ist jetzt unser Jetski? Da. Können wir dich jetzt hier irgendwie drauf? Ja. Da war nämlich noch ein zweites drinnen. Habt ihr das gesehen? Das ist hier unten nämlich gewesen, bei dem Varimo. Gerade nicht hingeguckt, ne? Tü-düm. Das ist natürlich blöd gelaufen fürs Viech, aber für uns natürlich umso schöner. So. Oh ja, das geht, ne? Schön. So. Jetzt müssen wir bloß gucken. Ja, wir können hier auf alle Fälle wieder zurückfahren.
Müssen wir auch, sonst kriegen wir die Viechers ja nicht, die Eier nicht rum. Okidoki, dann flitzen wir jetzt hier einmal. Mal cool wäre ja, wenn wir nochmal ein drittes Ei kriegen könnten, ne? Haben wir hier vielleicht noch Glück und finden nochmal eins? Das wäre ja schon genial, ne? Komm, wir gehen nochmal gucken, ob wir hier nochmal irgendwo ein drittes bekommen. Also hier sind auf alle Fälle noch eine ganze Menge Bananen. Die nehme ich natürlich sehr gerne mit. Oh, was war das jetzt gerade? Ne, es war bloß der Schmetterling, ne? Manchmal guckt man so ein bisschen dran vorbei, ohne dass man das groß registriert. Und dann, ja, ihr als Zuschauer habt da doch durch den kleinen Abstand das ein bisschen leichter. Ich habe links, habe ich aber das Ei gesehen. Blub. Links habe ich das Ei gesehen. Das holen wir uns jetzt dann auch. Oder sind noch mehr Blümsche? Oh. Sehr schön. Aber ich möchte eigentlich auch mal wieder ein bisschen so ein paar von diesen Desert Roses haben. Diese roten Blumen, die sind halt auch echt schön, ne? So, und wie komme ich da jetzt wieder hoch? War nett. So. Wo ist es denn jetzt, das Momo-Ei? So. Jetzt müssen wir bloß gucken. Wo ist denn jetzt das Jetski-Ding gewesen? Oh nein! Aber guck mal, da sind noch Blumen. Habe ich jetzt echt? Och komm. Das war aber eigentlich nicht drauf. Oh, das war jetzt echt gemein. Das war jetzt fies. Weil meiner Meinung nach war ich nicht ganz dran. Aber gut, zu spät. Dann halt noch eins. Problem, kein Problem. Kriegen wir alles hin. Hier sind sogar zwei. Ja, schnell weg. Jetski? Der ist hier dann irgendwo, ne? Glaube ich, oder? Da drüben. Da drüben wäre nochmal eine Blume. Aber gut, das lassen wir jetzt. Das mache ich nochmal kaputt. Okay. Drei Eier. Mega gut. Das wollte ich, ne? Drei Eier wollte ich, drei Eier habe ich. Aber kein Tetzeli. Sehr schade. Naja, vielleicht ein andermal. Oh, eine Perle. Nur da hinten ist das Viech. So. Schnell wieder auftauchen. Wir stellen uns heute echt gut an, ne? Also heute ist es tatsächlich echt gut. Und hier können wir durchfahren. Das ist auch noch sehr gut. Eine kleine Abkürzung nach Hause. Wir schaffen das noch, ne? Mit dem Helikopter in nächster Zeit. Das dauert gar nicht mehr so lange. Also ja, es dauert noch lange, aber es geht schon. Sternchen folgen. Sternchen folgen. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Genau. Ach, schön. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. So. Okidoki. Okidokili. Okilidokili. So. Jetzt haben wir hier eine Ei. Mhm. Ah, die bringen wir lieber nach Hause, ne? Bringen wir lieber ins Warme. Ist schöner. So. Jetzt machen wir das an, die anderen zwei Eier noch. Und dann. Ja. Also richtig viel. Wir müssen nochmal einen Fisch. Oh, wir hätten ein Möbelstück kaufen müssen, ne? Naja, gut, das war jetzt halt. So dumm. Kann ich ja nichts dafür, dass die so kurz aufhaben. Und wir müssen was kochen. Wir haben doch gestern gekocht. Na gut, dann machen wir das halt nochmal. Ist ja kein Problem.
Wir sind ja geübt, aber wir fangen uns vorher nochmal ein Fisch. Einen Fisch fangen wir uns noch. Mal gucken. Wir stellen uns jetzt hier oben einfach hin und schmeißen die Angelrute raus und dann gucken wir mal. Oh, wir gucken nicht. Wir schwimmen erstmal nochmal eine Runde. So, jetzt aber. So. Mal gucken, ob ein Viech anbeißt. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht. Oh, ist da schon einer dran? Nee, ne? Hm. Ich weiß nicht. Ist da einer oder ist da keiner? Die sieht nicht so aus, ne? Die, da drüben ist auf alle Fälle was. Aber das ist, glaube ich... Ah, guck doch jetzt hier. Guck mal. Oh, ernsthaft? Das war jetzt nicht so nett. Komm, beiß nochmal an. Da kommt auch nochmal ein Fischli. Ja, sehr schön. Dann haben wir zumindest die eine Quest heute gemacht. Ja, die andere kriegen wir schon auch noch hin, ne? Wir sortieren auch nochmal ein bisschen und wir gehen demnächst mal wieder ein bisschen in die Mine, ne? Das kommt irgendwie im Moment immer ganz schön kurz. Das ist, was ist das hier? Das sind die ganz normalen Irgendwas-Dinger, ne? Das sind die Bluefische. So. Und nochmal ein bisschen locker lassen. Und wieder ziehen. Yay! So. Oh, weißt du, was wir machen? Wir werden jetzt hinten mal die Quangdongs noch einsammeln. Haben wir noch ein bisschen Platz? Ja, wir haben noch genügend Platz. Das ist ja sehr schön. So, das machen wir jetzt mal noch. Weil hier hinten, auch die gelben Blumen müssten inzwischen alle. Nee, noch nicht. Oh, scheiße, jetzt habe ich natürlich trotzdem geerntet. Großartig, Kiralein. So. So. Ja. So, die Quangdongs noch einsammeln. Und dann haben wir doch schon fast alles. Guck mal, pass mal auf, jetzt machen wir hier noch. Vielleicht habe ich ja Glück, ich glaube nicht. Aber nochmal die Buschlimetten. Nee, die Äpfel sind noch nicht wieder da. Schade. Wäre jetzt cool gewesen. So. Schlafen da zwei Viecher drinnen? Aha. Nee, eigentlich nicht, ne? Sieht das so aus. Hm. Was wollte ich jetzt? Ach so, kochen. Genau, wir müssen noch schnell was kochen. So. Okay, pass auf, wir machen jetzt einfach nur mal schnell drei Äpfel. Achso, habe ich bloß zwei eingesammelt? Ach, ich Heldin, ne? Naja, macht nichts. So, dann machen wir einfach nochmal schnell die Obstsalate fertig. So, Ach, muss ich bloß eins kochen? Na Gott sei Dank. Siehst du, das ist ja gut gewesen. So, und bei New Furniture, ja. Ist jetzt halt so. Das haben wir jetzt halt einfach total ja, war nicht so gut. Da nehmen wir auf alle Fälle mal noch mit. So, das können wir da. Oh, sehr schön. Was haben wir hier jetzt? Da haben wir gar nichts. Da haben wir, ne? Bright Tiles. Was war das für einen Boden? Ah, das war so einer. Oh, den finde ich aber gar nicht so schlecht für drüben. Fürs Lager. Wenn wir dann noch eine passende Tapete dazu bekommen, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. So, klamottentechnisch. Wenn wir dann hier mal so ein Holzding hinstellen, dann packen wir mal das dahin. Genau. Brauchen wir bloß nochmal eine andere Wand, einen anderen Wandbelag und dann geht das schon. So.
Ich glaube, ich muss mir eine Zeichnung machen oder sowas. Hier ist eine Klamotte drinnen. So, ein Blue-T-Shirt haben wir bestimmt doppelt und dreifach, aber das macht nichts. Ah, oder weißt du was? Klamotten kommen einfach nach Hause, aber die ganzen Tapeten und sowas, die können wir schon da reinmachen, ne? So, haben wir gegossen? Schon, ne? Ah, guck mal, da liegt aber noch eine Bohne rum. Okay. Ja, doch. Also ich bin zufrieden. Es ist okay. Wir haben schon ein bisschen was geschafft. Klar, man kann bestimmt noch viel mehr schaffen, aber ich denke so fürs Erste, jetzt habe ich irgendwas weggeschmissen, ne? Jo. Ist doch alles ganz cool. Wir bräuchten, glaube ich, mal so eine schönere Möglichkeit, sich irgendwie hinzusitzen, ne? Nur dieses kleine bisschen scheint nicht so... Scheint ihnen ein bisschen zu wenig zu sein. Gut, dann machen wir jetzt die Sachen dahin. Die Sachen sind draußen, ne? Okay. Jo. Gut. Dann, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Darf jetzt erstmal passen. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen kaputt und müde und deswegen müssen wir das gar nicht, Wooden Chest of Drawers. Müssen wir das gar nicht so lange auf die Folter... Ah ja, okay. Ah, so ein ganz normaler, der ist schön. Müssen wir das gar nicht so künstlich rausziehen, ne? Deswegen würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann bis zur nächsten Folge, dem Helikopter wieder ein bisschen näher. Macht's gut, ciao, ciao.